Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe der OV-Video-Wochenschau. Nach Angaben des Landkreises analysieren Fachleute bislang keine weiteren Fälle von Vogelgrippe in und um Damme. Die 8500 Puten in dem betroffenen Mastbetrieb in Rüschendorf sind inzwischen gekeult. Derzeit gilt ein Sperrbezirk mit einem Radius von 3 Kilometern um den betroffenen Betrieb. Und in der Weihnachtszeit steigt leider stark die Zahl an Brandfällen. Mein Kollege Manfred Onn hat sich mit diesem Thema beschäftigt und sich deswegen mit Ortsbrandmeister Christian Heidmann aus Vechta getroffen. Der gibt euch nun ein paar Sicherheitstipps. Man muss grundsätzlich einmal unterscheiden zwischen Adventsgestecken oder Adventskränzen und aber auch den Weihnachtsbäumen, die wir dann irgendwann ins Haus holen. Bei Adventskränzen ist es sicherlich wichtig, dass die Gestecke nicht zu trocken sind, dass wenn man echte Kerzen verwendet auf den Kränzen, dass man dafür sorgt, dass immer eine Person auch im Raum ist, dass sie die Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen, dass es einen Wachsauffang gibt zum Beispiel, dass der Wachs nicht auf den Kranz läuft. Das heißt, sollte es wirklich mal zu einem Feuer kommen, ist es sinnvoll, wenn es auf einer Glasplatte oder einer feuerhemmenden Holzplatte zum Beispiel steht, sodass sich das Feuer dann erstmal nicht so rasant ausbreiten kann. Für Weihnachtsbäume gilt grundsätzlich, holen Sie die Weihnachtsbäume so spät wie möglich eigentlich in die Wohnzimmer, damit sie möglichst kühl gelagert, gewässert im Vorfeld, damit der Baum halt möglichst lange feucht bleibt. Ganz wichtig, verwenden Sie niemals Wunderkerzen in der Nähe von Weihnachtsbäumen oder Adventskränzen, weil manchmal reicht schon ein Funke aus, desto länger die Bäume gestanden haben, entzündet sich explosionsartig so ein Baum. Also ganz wichtig, keine Wunderkerzen. Das ist sicherlich manchmal schwierig, aber wenn Sie es einrichten können, sind das so die Tipps, die man vielleicht beherzigen kann. Und sollten Sie einen wirklichen Brand haben oder auch einen beinahe Brand mit einer entsprechenden Verrauchung, gilt immer nur eins, rufen Sie die 112. Super, vielen Dank für das Interview. Gerne. Am Samstag und am Sonntag gibt es in Lohne ein Swingkonzert zugunsten der UNICEF-Nothilfe für syrische Flüchtlinge. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Lohne. Und in Damme gibt es am Samstag den ersten Weihnachtsflohmarkt von 11 bis 19 Uhr in der Scheune Leiber. Verkaufen dürfen dort ausschließlich private Flohmarktfreunde. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wenig Vorweihnachtsstress und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.